Wandauer, ich glaube, der Skilanglaufstock ist Ihr ganzer Stolz, oder? Jawohl, das ist der neue Triag 3.0. Der ist hier zum ersten Mal zu sehen. Also okay. 60-70% aller Athleten, aller Skilangläufer, aller Biathleten laufen den Triag 2.5. Ist ja fast schon ein Monopol, oder? Die Athleten sind ganz scharf drauf. Das ist der leichteste, das ist der steifeste und auch vom Pendelverhalten der beste Langlaufstock auf der Welt. Sehr hoch, ne? Wahnsinnig leicht. Was wiegt der? Der wiegt, Angaben sind 61 Gramm auf dem Meter. 61 Gramm auf dem Meter? Auf dem Meter. Wie kann jetzt so ein stabiler Stock so leicht sein? Das ist ja Wahnsinn. Das ist so ein bisschen unser Geheimnis. Das ist der einzige Stock, der in der IPM-Technologie hergestellt wird. Das heißt, da wird das Carbon in der Form gepresst und dadurch sind solche Formen wie diese Dreiecksform möglich. Mhm. Und der Stock ist jetzt nochmal insgesamt 13% leichter geworden. Und das ganze Griff-Schlaufensystem, wo jetzt in den letzten Jahren unsere Entwicklung wirklich Fokus genommen hat, ist nochmal um 30% leichter geworden. Mhm. Die Schlaufe ist komplett neu überarbeitet worden, die ist innenseitig genäht, die ist wirklich komplexer. Ich mach's verkehrt? Ja, wir machen es verkehrt. Bin ja kein Langläufer. So rein. Ah, also bis für linke Seite. Links, jetzt für linke Hand, genau. Gut, schauen wir rein. So rein. Machen wir zu. Sie haben auf der Schlaufe überhaupt keine Druckstellen mehr. Mhm. Die Schlaufe endet eigentlich nicht vorm Stock, sondern im Stock drinnen. Das heißt, ich habe eine bessere Kraftübertragung. Mhm. Die Schlaufen sind extrem passgenau. Das heißt, wenn der Läufer im Sommer oder wenn es warm ist, dann läuft er mit einem dünnen Handschuh oder ohne Handschuh. Wenn es kalt ist, hat er vielleicht einen dickeren Handschuh und braucht eine andere Schlaufe. Wird es einfach hier ausgeklickt und dann macht er mit der größeren Schlaufe wieder, klickt er wieder rein. Sehr praktisch. Dass es wirklich extrem passgenau ist. Rein. Und Klick. Super. Aha. Kann man den Teller auch austauschen? Ja, natürlich. Also wenn ich zum Beispiel weiche Loipen habe, Neuschnee, es fällt Neuschnee, habe ich weiche Loipen, dann würde ich jetzt mit diesem kleinen Teller relativ tief einsinken. Dann kann ich einfach jede Zeit den Teller wechseln, innerhalb von Sekunden, und setze einfach den größeren Teller auf den Stock drauf. Und schon habe ich einen Stock für weiche Bedingungen. Tolles Produkt. Wo stellt Swix her? Swix ist eine norwegische Marke und wir produzieren eigentlich alles, fast alles in Europa. Die Stöcke, wir haben ein eigenes Stockwerk in Litauen. Aber ganz interessant ist vielleicht auch ein Unterschied, diese Korkgriffe. Das sind zu 100% reine Korkgriffe aus Portugal, aber werden in Handarbeit in Österreich hergestellt. Okay. Ab wann sehe ich die Stöcke dann im Fernsehen? Also diesen Stock, den Triag 3.0, sehen Sie dann bei der Weltmeisterschaft in Finnland im Fernsehen und hoffentlich auf dem Podium. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich. Schönen Danke. Tschüss. Ciao.